Belichtung auch in den Caves. Und hier spread out Gigaspawns over map. Und Pinguine sollen anscheinend am Strand sein, beim Schnee. Unten links ist es, glaube ich, auf der Map zu sehen. Müssen wir. Da, wo ich halt auch gestern war. Also sind jetzt die Pinguine auch gewährleistet. Sau geil hier. Ich habe gestern extra welche gezähmt, damit ich dann Babys kriegen kann und damit wir mehr Pinguine haben auf der Map, aber wird nicht gebraucht. Als stellst du her, gell? Ja, genau. Da wir mit dem Quetzal gleich losfliegen, level ich den auch dementsprechend dann. HP, boah, ist krass, super, hey, so ein Quetzal. Schon 11.000 HP, Movement machen wir auch gleich. Stamina habe ich auch ein bisschen gegeben. Kein Problem, aber gesehen habe ich die Giganotus noch nicht. Ich sag mal zum Glück. Also ohne Scheiß. Zum Glück haben wir den noch nicht gesehen. Bisschen Damage braucht er auch, damit er leveln kann dann. Huch. Geht alles kaputt. Schade, jetzt zerstört wieder alles. Ah, das war ja die Ceiling, genau. Da ging das ja nicht. Genau. Nee. Reicht 2000 Stamina eigentlich? Quessel. Super, also so ist geil zu leveln hier. Machen wir noch ein bisschen. 2250 schaue ich mal, das reicht nachher, wenn ich fliege. Ich fliege mal kurz rum. Gut, wenn ich zwischen noch landen muss, ist auch nicht so schlimm. Man ist auf der Plattform oben. Das passt ja. Ja, und wir haben. Level up. Yay. Ja, ich auch, ja, hier. Also, auch du selbst. Ich weiß noch gar nicht. Wir haben ja angeblich einen Quetzal verloren, der ist hier rausgeflogen. Deswegen haben wir jetzt zugemacht. Das ist so schön mit dem Wasserfall, aber wir mussten jetzt hier zumachen. Mit dem Argentavis kommt man aber durch, gell? Da kann ich noch reinfliegen. Da kannst du ganz normal reinfliegen. Klar, du kommst auch mit dem Drachen rein. Super, jetzt haben wir es zumindest mal ersetzt. Sieht aber trotzdem sehr hell aus und krass aus hier. Ja. Mal Gamma 2, wieder dunkler, ist besser. Ist stimmt, angenehmer. Das habe ich noch gar nicht eingestellt heute. Ich habe es immer auf 1.7 oder 1.6. Echt? Bekommt dann die Stamina wieder, wenn ich absteige? Ohne. Ey, habe ich da gar nicht drauf geachtet? Schau an. Danke dir. Wir mussten zumachen, da die Vögel hier verschwunden sind. Sind weggeflogen. Wir haben schon einen Quetzal verloren. Das ist irgendwie weggeflogen. Wenn man Server neu startet, schweben ja die Quetzal. Und dann sind die weggeflogen uns. Zwei Stück. Wir haben den frisch gezähmt. Haben Server neu gestartet. Ich war Steinefarm. Shadi hat. Weiß gar nicht, was du gemacht hast. Und dann kommen wir zurück. Quetzal war weg. Schon wieder. Dann gerade eben gezähmt die letzten 2 Stunden. Ja. Kriegt er echt die Stamina wieder? Erholt er sich, wenn ich von ihm absteige? Okay, das ist ein super Tipp. Wir steigen eben ab, habe ich gar nicht gemerkt, dass er das bekommt. Du stellst viel her, gell? Ja, das werden jetzt noch 38 Foundations. Okay, sag's dann Bescheid, wenn du fertig bist. Mhm, dauert halt ein kleines bisschen. Das ist gut. Je länger, desto besser. Je mehr, desto besser, weil ich steige ja nicht ab von dem so lang. Aber das Weibchen holen wir trotzdem noch Level 8. Da haben wir uns ja vorbereitet. Das müssen wir trotzdem holen. Mache ich gleich. Ja, stimmt. Mache ich gleich. Ich will jetzt nur nicht absteigen, da wir was herstellen und damit level ich den automatisch. 2250 Stamina, bin ich mir nicht sicher, ob das reicht. Jawoll, super so zu leveln, ey. Saugeil. Speed. Du, wie du hier. Geht das hier alles? Stehe ich im Weg? Ja. Wie du mal an mir vorbei rennst und durchwurschtelst hier. Ich bin total im Weg, aber das kennt man ja schon von mir. Gamma 1,9 mache ich mal.
Okay, sieht auch gut aus, ja. Ist ziemlich hell. Ist im Stream halt viel heller als bei mir. Super. Aber schon deutlich angenehmer, der Steinboden im Vergleich zum Touchboden. Das ist echt grell wie verrückt. Voll. Ihr seht ja Speed nicht, 194,5. Da ist die Kamera gerade im Weg. Ich skill das noch auf 200, dann schaue ich weiter. Wie scheiß hell dieses Ding ist. Ich hab ja ewig gefarmt, über eine Stunde Steine letztens und konnte 16 Böden herstellen. Mhm. Und jetzt mit dem anderen schnell gefarmt, ist so geil, macht so viel Spaß. Und so viel Steine bekommt, 10.000 Steine fast hier. So, einmal noch, dann sind wir auf 200. Einfach umbauen hier, Shadi. Einfach durchdrehen hier. Ja, die ganzen Steine halt noch verbraten. Ja. 12 Stück noch. Dann muss ich nachher eh wieder Steine farmen für den anderen Sattel. Und vielleicht finden wir sogar, also wenn irgendjemand einen Quetzalcoatl sieht namens Quetzi, der fliegt irgendwo rum, der hat sich verirrt. Genau. Bringt den bitte an die Kasse 1. An die Kasse 1 bitte. Ein bisschen, ja. Aber gut, wenn du dann eh reckt, dann ist es scheißegal, dann braucht man das gar nicht. Immer kurz stehen bleiben und absteigen. Quetzi, bitte an die Kasse 1. Quetzi vermisst ihr Herrchen oder ihr Frauchen. War das ein Sie oder war das ein Er? Er, glaube ich, sonst hätte ich. Ja, ich glaube ein Er, weil sonst hätte ich geschaut, dass sie Eier legt. Sonst hätte ich sie da schon, ne? So rangenommen, dass sie Eier legt. Oh Gott, die Arme. So, das ist die letzte Foundation. Das war's. Okay. 8 Stück zu verbraten und dann bin ich oben. Wunderbar. Dann können wir los. So. Ich mach mal kurz hier auf, wie schön das hier ist. Ich flieg nochmal eine Runde, unten ist ja eh offen, damit ich euch mal diesen coolen Spot hier zeige. Ja, muss ich ja. Ja klar, damit sie Eier legt schon. Saugeil, hier sieht man gar nicht so krass, wenn man weiter weg geht hier. Wir haben das noch alles geplant mit Glas zu machen, dann sieht man noch die Wände nicht mehr. Aber erstmal damit es zu ist, damit auch keine uneingeladenen Gäste kommen und was klauen, haben wir auch zugemacht hier. Wie wollen wir es machen? Willst du mit dem Quetzi den anderen Quetzi holen? Oder? Ja. Okay. Stimmt, im Tribe-Log, das ist eine Idee. Danke, McFly. Tribe-Manager. Gags demolished wooden spike. Okay. Wenn das so lange her ist, dann sieht man es, glaube ich, nicht mehr. Nee, das ist schon mal hier gestern. Your tribe tamed a carno, tamed rex. Nee, ist gar nichts. Oder nach unten geht das Log, oder nach unten? Ja, Juvenil Kairuko, Level 47 was killed, steht bei mir noch. Stimmt, das ist der eine. Ja, das ist der Pinguin, der da weggebackt ist. Habe ich dir erzählt von dem? Nee, gestorben ist anscheinend nicht, ne? Gestorben ist nichts, ne? Also ist er noch irgendwo, cool. Schade, demolished Stone Dinosaurier Gate. Das macht sie immer. Also, das ist ja das. Ja. Schade, macht kaputt. Alles nur kaputt machen hier. Ich hab's x-mal bauen müssen, deswegen habe ich jetzt so Mats verschwendet. Ja. Da kann man ja rumfliegen, aber wir haben trotzdem unten einmal zugemacht, da die Tiere reinkommen. Jetzt haben wir schon mal Rex besucht hier, deswegen. Komm mit, genau, deswegen haben wir auch unten zugemacht. Komm echt gerne Rex rein, gestern auch wieder Besuch gehabt von Rex hier. Meine Armbrüste noch nehmen? Achso, reparieren müsste ich meine auch, aber. Kannst du mir auch ein paar Pfeile geben? Ne. Ich hab 5 jetzt. Ne, was zahlst du? Hätte mir keine Gipsstelle welche her. Fertig, Uschi hier. Was soll das hier? Sehr fix, ne Moi. So, Kibbel aus dem Schrank nehme ich gleich mal. Narkotics hast du auch dabei? Narkotics habe ich, ja. Warte, ich sag's dir gleich. Hier eine 73 sollte wohl ausreichen. Genau, reicht eh aus. Kibbel aus dem Schrank. Uiuiui. Rex Kibbel. Was hast du gesagt? Ich musste was zu essen haben und trinken. Ich habe aus Frust ein paar Mal aus Versehen getrunken.
mich betrunken quasi. Kannst du mich dann draußen abholen? Ich dachte, du machst unten auf, dass ich dann rausfliegen kann. Kannst du das denn nicht? Nein, ich weiß es. Ich muss. Also, das geht so nicht. Ich muss oben fliegen, du. Also, du, das bleibt so nicht. Also, das Roll geht nicht. Roll nicht rum. Plan hin oder her, ich muss oben da. Weil du musst ja unten immer landen. Ja, und ist, wo ist das Problem? Das ist eine Scheiße, Mann. Ab, Bewegung. Noch in einem Inventar? Scheißegal, macht nichts. So, ich muss halt hier irgendwo landen, wir müssen drauf kommen. Warte mal, habe ich nicht noch. Na, Mist. Jetzt hätte ich eine Leiter hinten dran hängen können, eigentlich. Hättest du machen können, ja. Oder eine Plattform geht ja auch. Ach, Leiter, aber du musst ein Foundation bauen. Geht das ja, nicht? Ich hole gerade zwei Foundations und baue schnell zwei, drei Leitern fertig. Und ich teste das, genau, ich teste das gerade mit Ding. Mit der Stamina. Ob das klappt hier. Was haben wir denn? Erstmal tun wir ein bisschen Stamina verfliegen hier. Lalala. Macht nichts. Ist einem Inventar ist nein, nicht schlimm. Nein, da liegen so viele Eier. Oh, ich kann da nicht dran vorbeigehen. Stimmt, ich auch stimmt, nicht. Stimmt. Das ist übel. Da das ist ein Airdrop. Übel. Okay, Stamina. 2, 2, 5. Ja gut. Es sinkt ja eh, gell? Es sinkt. Dann steige ich mal kurz ab, ob es dann regt, Stamina, das Viech. Das reckt ja echt. Ja, vielen Dank, Bär. Super, der reckt ja Stamina. Warum reckt er? Der fliegt ja doch. Nur weil, einfach weil ich nicht drauf bin, oder? Kann das sein? Na? Soll ich zum Airdrop fliegen, oder? Bist du fertig? Ja, mach ruhig. Ich versuche gerade das eine einzulooten. Die hey, ein Quetzalcoatl hier direkt bei uns über der Base. Level 32 Male. Ich will Female. Ich brauche irgendeine eierlegende Uschi da. Shit. Warum steht denn Air Force One da unten? Was, wie kommt der denn da hin? Ja, ich hab den gerade da gelassen. Ich hab den gerade da gelassen. Schatz, alles einfach irgendwo ab und nee, nee, ich bin ja gelaufen zu Fuß nach dem Grund, warum ich ihn da gelassen habe. Ja, ja, ich sag nur, wir hatten mal einen Dödi. Ich vermisse meinen Dödi. Ja, echt, der Scheißkarte. Der war niemals jetzt hier. Du hast ihn nur verparkt. Ich wollte jetzt eigentlich was im Haus. Irgendwas Leiter bauen. Ja, Leiter. Und zwei Foundations. Futter haben wir ja eh. Ich nehme einfach die zwei. Kannst du nur eine bauen, einfach in der Mitte, so wie ich das gemacht habe gestern. Nee, zwei passen schon. Was habe ich da bekommen? Die zwei hier. Ach, ich habe ein Schild bekommen. Ich hatte letztens ein Holzschild, habe ich das erste Mal so ein Schild angezogen. Das war ja voll witzig. Gegen so ein Trike gekämpft, jedes Mal geblockt. Was ein Schmarrn. Was für ein Schmarrn, sage ich euch. Jetzt habe ich, glaube ich, ein besseres Schild bekommen, kann es sein? Selbst mit einer Reason Base oder was? Ist ja geil hier. Ach nee, ich habe ein Blueprint bekommen für ein Schild, so rum. Ist das dann besser? Hat das 1000? Wie viel hat denn das normale? Primitiv, okay, das hat 1448 Durability. Keine Ahnung, ich kenne mich mit Schildern nicht so aus. Nutze auch sowas gar nicht. Und sogar ein Schwert habe ich bekommen. Nee, oder? Ui. Warte jetzt. Achso, ich kann nicht. Doch, ich habe das Schild auch bekommen. Mal ausrüsten. Schild und Schwert. Oh mein Gott. Tank oder was jetzt hier? Ja, ja. So, auf geht's. Wo kann ich tanken? Gleich mal, wie heißt das? Aufbauen, Agro. Oh Mann, was ist denn das für eine Scheiße? Möchten Sie mich dann abholen, junger Mann? Hallo? Das musst du dir anschauen hier. Hallo? 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 Ja, ich hol dich ab. Ich bin gerade am Schildtest. Ja, ich sehe es, ja. Was für ein Schmarrn, es sieht grauenvoll aus. Das Ding ist so oversized. Ja, Pink, Färm und Parler. Ja, auf jeden Fall. Hoppala. Ich hab mir das Bein gebrochen irgendwie. Ui. Hey Bär, also Lieutenant Bär, merci dir für dein Follow, hab Spaß, genieß die Show. Liebe Grüße aus München, Valhalla und dem Saarland. Schicken wir dir direkt nach Hause? Ganz frech. Einfach so. Da bin ich hier. Ich will den Quetzler um. Mhm, ich bin hier. Ich bin hier.